ist auch gut. Gar nicht. Seid ihr was? Alles klar, Willi. Danke dir. Ciao, ciao. Get a plate, bitch. Don't say shit. So, Freunde, wir sind jetzt nach 9,5, knapp 10 Stunden Fahrt in Berlin-Ensche angekommen. Ja, ich bin auf jeden Fall fertig vom Weightcut. Jetzt geht's für mich nochmal in die Sauna, nochmal die letzten 2 Kilo runterschwitzen. Und ja, dann steht heute auf jeden Fall nicht mehr viel auf dem Plan, aber jetzt diese 2 Kilo werden noch hart, die müssen wir noch wegbekommen. Und ja, seht's gleich, wie es aussehen wird. Runter in die Sauna. Nee, ich habe meine Tasche mitgenommen, ich zieh mich jetzt hier um, Bro. Du musst einfach an der, unten an der Rezeption vorbei, Bro, oder sag ihm Bescheid, er macht dir die Tür auf, also. So. So, Moment der Wahrheit, wie viel müssen wir noch runter machen? Das ist spaßig. Wie viel noch? Das kann gar nicht sein eigentlich. Ich bin heute Morgen aufgestanden mit 95,8. Das Einzige, was ich gegessen habe, waren Tomaten. Das stimmt das nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist hier nicht gerade, deswegen. Bitte schön. Das heißt, wir haben noch 1 Kilo und 100 Gramm. Das ist schon. Das stimmt. Diese dreckige, schiefe Boden, Alter. Gibt es keine glatte Fläche irgendwo? Oh, ich habe ihn gebaut. Polenland-Ingenieure, hä? Das ist gerade alles. Ja, das ist 94,7. Okay, das ist. Das kann sein. Aber schade, dass Sie hier keine Waage haben zum Vergleich. Na gut, jetzt müssen wir schwitzen. Gut, wir haben hier viele Handtücher. Ab geht's. Ja. Das habe ich hier zum Abgeben. Tasche und so noch kurz wegmachen. Danke. Wir sind da. Ah, da seht ihr. Bro, die Waage zeigt hier verschiedene Sachen an, Alter. Also einmal, was gar nicht sein kann, war 96 noch was. Okay. Dann war 94,1 und 94,7. Irgendwas um den Dreh wird es sein. Okay. 94. Ich sag jetzt Alex, Kevin noch, die sollen die mal fragen. Hier. Ja, ich, ob die nicht. Wir warten. Alex, Kevin, fragt die mal, ob die hier im Hotel eine Waage haben. Okay, also in dem Fall, ab geht's. Komm mit. Das Handtuch brauchen wir gar nicht, weil da gibt's auch noch was. Wenn ich aus der Sauna komme, bin ich 58 Kilo, Alter. Ja, kann schon eben. Wir sind hier alleine. Also, in dem Fall, Freunde, jetzt heißt schwitzen. Nochmal schwitzen. Ich habe gestern Abend 5 Kilo bei mir zu Hause gemacht. Und jetzt in dem Fall fehlen im Schnitt 1,5 bis 2. Finden wir jetzt auf der Waage raus. So, bevor wir nochmal reingehen, noch einmal für den Kopf. Das heißt 1,2 Kilogramm, wenn die Waage stimmt. Okay, Party.
steht. Wieso hast du die Wagen jetzt weggestellt? Ich hab mich wohl nicht hier. Da ist es uneben. Echt? Ich hab gedacht, da ist eben halt hier. Aber guck mal in den großen Raum. Hä? Guck mal in den großen Raum. Da. Same shit, different asshole. Ich würde sagen, ganz wichtig wäre, dass wir direkt irgendwas haben, dass er direkt straight Waage, straight und muss und dann direkt irgendwas aufladen. Ein Esel, damit ich Nudeln habe. Ja, Nudeln Reis. Ja. So wird Reis besser geworden. Reis bleibt drauf. Reis Reis ja, ich kann nicht mehr. Ich will so viel, dass das ist gut. Gar nicht. Boah, wasch ich mir das rein, Dings mal. Sobald diese Waage rum ist, halt. Boah, du musst den Esel nochmal in Kohle nachbestellen, Alter, wenn es kommt. mein Motto ist einfach leer. Wüste. Wüste. Jetzt hätte ich mal was dagegen, wenn eine Frau mir im Mund spuckt. Weil normalerweise bin ich immer derjenige, der das macht. Achso, okay. Ich weiß nicht. Abends, du hast Gewicht gerechnet und dann brauchst du genau Platz für eine Kugel. Ja. Du trinkst kein Wasser, du trinkst eine Kugel. Ich guck mal, Storytelling, damit ihr Bescheid wisst. Hier der Herr Geschenko und ich, wir kennen uns schon seit Jahren. Wir haben zusammen Boxen eigentlich, dadurch haben wir uns kennengelernt. Wir haben zusammen in einem Heimatverein geboxt. Wir haben zusammen mit der Nationalmannschaft geboxt, bei deutschen Meisterschaften, in der Bundesliga. Internationale Turniere, wir haben alles zusammen gesehen und einfach ein kleiner Funfact, unser allererstes Turnier war damals eine deutsche Meisterschaft und ich war damals tatsächlich eher so, ich war so sehr, sehr healthy immer unterwegs, ich habe früher auch gar keine Cola getrunken, also ich habe erst Cola angefangen zu trinken mit 18 Jahren tatsächlich, könnt ihr glauben oder nicht und derjenige, der dafür einfach zuständig war, war der Herr Geschenko. Ich musste damals auch einen Weight Cut machen, habe mein Gewicht am Abend gehabt und dann der Kevin so, hey, ich zeige dir jetzt einen richtigen Game Changer Trick. Wir gehen jetzt zum Kiosk um die Ecke und holen uns Dr. Pepper. Ich kannte das nicht mal. Und dann hole ich einen Dr. Pepper aus dem Regal. Er so, nein, die muss eiskalt sein. Dann haben wir die aus dem Kühlschrank geholt, sind in unser Hotel gegangen, ins Zimmer, liegen im Bett. Er guckt mich so an, als ob ich irgendwas Verbotenes, so Illegales mache. So, Bro, jetzt mach auf. Jetzt probier. Ich nehme diesen Schluck, Leute, ich schwör's euch. Das war der leckerste Schluck in meinem Leben. Und seitdem habe ich angefangen, Cola und Dr. Pepper zu trinken. Seitdem bin ich abhängig. Dr. Pepper muss mir ja Sponsoring-Vertrag schicken. Ja. Genau deswegen, wegen sehr guter Vermarktung. Schau mal. Morgen. Samstag ist Showtime. Morgen geht's ab. Den Chain zu Hause bis ich zu Hause schlage. Schön mit uns. Wir kommen in die Höhle des Löwen, da liegen wir Löwen. So, der wichtigste Kampf ist geschafft auf jeden Fall. Jetzt duschen. Und was Kleines trinken, auf das freue ich mich am meisten. Für 84 ist es. Also S84, so wie ich 93 eigentlich. Ja.
hast du schon gesehen, dass ich größer war wie der? Ja, schon. Genau das. Ich mache ja eh noch 120 Meter. Ne? Plus morgen früh werde ich auch selbst noch scheißen, weil ich heute nicht gucken lasse. Ich bin so nervös. Zum Jahr Rodinia, Bratan. Ich hoffe, deine Figur. Der Coach. Ja, das ist ich hinsetze. Scheiß drauf, ich schmeiß Boxen hin. Das ist krass. Das ist Kraft. Kraft. So, Freunde, guten Morgen. Also, meine Waage hat jetzt angezeigt, wir haben 93,1 auf der Waage, was mich tatsächlich ein bisschen skeptisch macht, weil, wie gesagt, wir hatten gestern nach der Sauna 93,0. Ich habe allein nach der Sauna direkt einen halben Liter getrunken, dann hier im Zimmer nochmal 0,5 und ich habe jetzt 93,1. Es wäre natürlich krass, wenn ich über die Nacht 900 Gramm gemacht habe. Was aber eigentlich mich ein bisschen skeptisch macht, weil ich jetzt so einen Cut hinter mir hatte. Wäre natürlich ideal, wäre super gut, dann könnte ich jetzt noch mal ein bisschen was Kleines trinken vor der Waage. Aber wir gehen jetzt erstmal runter, checken ab, ob die im Hotel hier noch eine Waage haben, dass wir einfach einen zweiten Wert haben, einen Vergleichswert. Und ja, dann sehen wir gleich weiter, ob so Gott will alles passt oder ob ich jetzt gleich tatsächlich noch mal vielleicht in die heiße Badewanne muss. Da waren wir gestern schon ein paar Stunden drin. Du hast über Nacht geschwitzt, das ist normal nach der Sonne. Was geht, du Bestien? Hast du abgemagert wie ich jetzt? Ich wüsste, was geht? Hier seht ihr mal hinter den Kulissen, wie er immer so tut auf dem Blog, dass er beleidet. Wahrheit geht immer Döner essen jeden Tag. Mm. Also eigentlich ergibt es schon Sinn, aber ich mache keine 900 Gramm, während ich im Weightcut bin über Nacht, Bro. Keine Chance. Also wenn es so ist, dann ist Gott wirklich auf meiner Seite, aber das ist ganz skurrile Sache. Wie was ging, Alter? War die Dings essen? Döner, die Jungs waren Döner essen, ne? Weißt du nicht, wo ich war? Du warst immer draußen mit dem danach. Behindert natürlich. Ja, danach war die ein bisschen draußen. Hängen geblieben, genauso wie ich gerade lag. Die, nein, du warst unten im Pool. Du warst im Pool, die Funge. Im Pool, weißt ja, du? Danach sind die doch rausgegangen. Können wir das mal einblenden, das Bild, was ich bearbeitet habe? Das können wir machen. Okay, jetzt müssen wir los. Bro, ich glaube nicht, dass. Was glaubst du, was für ein Gefühl hast du? Aber das, was willst du da für ein Gefühl haben, Alter? Die Waage muss stimmen, das kotzt mich voll an. Die kann drei Wagen was anderes anzeigen. Das verstehe ich nicht. Wir haben noch. Wie lange ist noch? Zwei Stunden. Zwei Stunden sind die 100 Gramm so weg. Ja. Aber trotzdem wäre gut, wenn du einen kleinen Schluck trinken könntest oder so, weißt du, wie ich meine. Oder wir fahren jetzt in die Arena und wiegen dort. Dann wissen wir genau, was. Ich glaube, die bauen die Waage. Haben die Waage? Ja, sollte ich. Ich habe den gerade unten getroffen. Er hat gesagt, wir können in die Arena auf die Waage. Also dann gehen wir, Bro. Ja, 100%, dann haben wir Gewissheit. Weil die war Alex an, der muss aufwachen. Ja. Gehen wir natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, sofort. Und 2 Gramm weniger. Was ist das, Alter? Oh, das ist richtig gut, aber wir kriegen es nicht an. Wir kriegen es nicht an. Du brauchst eine Fernbedienung. Na, haben wir, geht nicht. Was? Die Ressourcen werden backen. Das ist das Einzige, was wir haben. Ich glaube, wir haben es bald. Jetzt ist die Frage, wo wir hier reinkommen. Zweiter Teil lasse ich dich kämpfen. Echt, oder? Ja. Ja. Auch kann wahrscheinlich nicht. Ja, ist krass. Vielleicht kommt ein bisschen viel mehr Zeit. Die haben ja viel unklein. Guck mal an der, guck mal an der Tür. Da kommen die ganze Sippschaft hier rein. Ja.
Ja, chillig. Machen wir drin. Okay, jetzt Waage. Waage, komm. Offizielles Kampfgewicht 93, 3, 93, 3. Hast du eine Zeit schon an oder rein? Dann musst du das nachher machen. Legt euch da nicht mal hin. Ja. Ne, erstmal untersuchen und dann anschließend die Hand drücken. Und dann, mach doch. Hast du schon was gegessen? Fertig? Ja, das war's. Danke, ciao, ciao. So, jetzt geht's endlich essen, Mann. Jetzt kommen wir warten. Golden Push. Golden Pau, ne? Pau, ja. Und Flying Duck. Flying Duck? Genau. Cola ist bei euch 0,4, 0,5, was habt ihr? 0,4, dann 2 Cola für mich. 2 Cola? Ja, mit Zitrone bitte drin. Ja, und es war gestern. Wen soll ich? Süß, der Albert. Wisst, könnt ihr euch das nicht vorstellen? Wie gut das immer so. Was ist das zum Trinken, ey? Boah, das kauft das an, wenn du wieder so unterwegs bist, Bruder. Du kriegst einen Hänger, Bruder. Ich brenne. Ich schwöre, ich bin richtig. Wenn die Kicks vorbereitet, kommen die so schnell. Deswegen sag ich euch, mit der Hand. Doppelt. Boom, ja. Boom. So dreimal und dann läuft der Ding zum Ende. Dann sag ich, jetzt grappeln wir. Ja. Also, kurz zum Ablauf. Unser Plan war ursprünglich, wir fahren in die Arena. Tun mich Probe wiegen, einfach das Gewicht checken, weil wir ein bisschen Probleme mit den Wagen hatten. Eine zeigt so, eine zeigt hier. Wir wollten sicher gehen, was zeigt die Waage an, auf der ich gewogen werde später. Ja, hat sich alles ein bisschen komplikationsreicher herausgestellt, als es geplant war. Und ja, dann sind wir erstmal 3-4 Mal um die Mercedes-Benz Arena gesprintet, bis uns jemand reingelassen hat, viel Zeit verloren und. Ende der Geschichte ist, es gab kein Probewiegen, ich war jetzt offiziell auf der Waage, das Gewicht ist gebracht. Wir waren beim Arzt, Medical Check ist vollbracht. Ich bin jetzt am Cola trinken und aufladen, hab direkt mir ein 3-Gänge-Menü bestellt. Und ja, jetzt essen wir gleich gut mit den Jungs. Und ich bin jetzt auf jeden Fall wieder bei Sinn, habe gute Laune. Deswegen auch für die Leute auf YouTube wichtig zu erwähnen, dass ihr das vielleicht, wenn man selber so ein Weightcut noch nie durchgemacht hat, dann wisst ihr gar nicht, wie es den Kämpfern, den Fightern in so einem Moment geht. Deswegen bin ich wirklich dankbar, meine Jungs dabei zu haben, die mich da auch gut unterstützen, supporten, die auch verstehen, wenn ich in diesem Zeitraum sehr, sehr pissig bin, nicht angenehm zu ertragen. Aber die verstehen das Gott sei Dank alle. Dafür bin ich denen auch dankbar. Und das geht jetzt an euch da draußen. Wenn ihr Freunde habt, die sich mal im Weightcut befinden, dann geht denen in der Zeit auf jeden Fall nicht auf den Sack und macht keine Witze über irgendwie, man darf nicht, oder ihr wollt für die mitessen oder so. Das machen nur Spackos, sage ich euch genau so. Weil richtige Freunde, die probieren einen da zu unterstützen, aufzubauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, behaltet das im Kopf. Weil das sind diese paar Stunden, diese 48 Stunden, die man da einen harten Weightcut hat, ist wirklich eine harte Zeit. Es kommt einem vor, als ob man eine Woche dieses Gewicht macht. Und da ist es wichtig, gute Leute um sich rum zu haben, die einen da wirklich unterstützen, supporten, in einen glauben, den aufbauen und halten in der Zeit. Deswegen, ja, vergiss das nicht, Freunde. Was ist das, Achso, das weiß ich. Falls euch fragt, wieso ich Süßkartoffeln esse, unterscheidet sich einfach in der Geschichte. Normale Kartoffeln sind halt eben die normalen, die einfachen Kohlenhydrate. Und Süßkartoffeln gehören zu den komplexen Kohlenhydraten. Der Unterschied beruht sich darauf, bei den normalen Kohlenhydraten haben wir direkt Energiezufuhr, die wir sofort verwenden und verwerten können. Aber die ist nicht lang anhaltend. Bei den komplexen Kohlenhydraten, wie Süßkartoffeln, Haferflocken haben, oder Vollkornbrote, so Sachen, haben wir den Unterschied. Unser Energiespeicher, der Glukosespeicher ist länger gefüllt. Bedeutet, wir können über den Tag verteilt länger gewissen Anstrengungen standhalten. Wir haben nicht direkt die Kraft, wir können das nicht direkt verwenden, aber dafür über den Tag verteilt, und dadurch machen komplexe Kohlenhydrate gerade für Ausdauersportler immer viel Sinn. Krank, also einfach krank. Ich nehme Flying Duck. Das ist 20 Minuten. Nein. Also. Nein, also. Einfach zwei Flaschen getrunken. Du bist verrückt.
mit jemandem zum Auto, oder? Chris. Ja, Bruder? Wir sind ja einfach immer so einen tollen Arbeitsplatz. Bei dem läuft es. Also, für uns heißt es jetzt, ab geht's in die Mercedes-Benz Arena. Ich habe noch ein bisschen gechillt, mein Essen gut verdaut. War noch ein bisschen auf TikTok live, die Leute unterhalten. Auf jeden Fall Magnesium zu mir, Omega-3. Und ja, kurz in mich gegangen. Jetzt geht's in die Halle und dann ist Showtime. Ja, ich bin an ihm. No. On mnie jedną ręką już kurwa klot stracił i ten. Na tym duszeniu. Ja, bardzo. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gut. Genau, jetzt. Die Führende, genau das. Schön, super. Mann, jetzt linke du, ja? Ja! Genauso schön. Genauso wieder. Chris, sauber, warte. Sauber. Schön sauber bleiben. 1, 2. Wir haben den Pratzen. Schön. Nein, 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 nein. Lass sie unten. Lass sie unten. Chris, deine Hände sind deine Lebens. Sprawl, sprawl. Beine weg. 1, 2. Knie, Bruder. Nein, nein, Kopf zum Kopf ist verboten. 1, 2. Ja! Schön, Christian. Sauber, wunderschön. Raus aus dem Clinch. Und Uppercuts rein. Ja, raus aus dem Clinch. Ja, genau. Und Kombinationen. Minute. Komm, schnell sein. Ja, mach ihn fertig. Sprawl, 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 sprawl. Kopf weg. Schieb ihn weg, 1, 2. Knie, Bruder. Nein, nein, Kopf zum Kopf ist verboten. 1, 2. Ja, schön, Christian. Raus aus dem Clinch. 30 Sekunden. Mach ihn. Mach weiter. Weiter, weiter. Jawohl. Chris, schlag ihn weg. Chris, schlag ihn. Das ist es. Hey. Chris, mach ihn platt. 10 Sekunden. Sprawl, sprawl. Kopf weg. Kopf weg. Yay. Yeah. Was macht er mit dir? Genau so. Jetzt wie. Genau so, Bro. Genau so. Genau so. Bro. Genau so. Er kann nicht shooten, er kann nicht boxen, er kann gar nichts gegen dich. Hör zu. Hey, hör mir zu. Guck ihn an. Guck ihn an, genauso fühlt er sich. Guck ihn an, genauso fühlt er sich. Chris, jetzt beenden wir das ganze Ding. Du machst es super. Du machst genauso, wie wir trainiert haben. Ich bin stolz auf dich. Genauso, wenn er shootet, wenn du die Guillotine machen willst, wenn sie nicht geht, einfach wegschütten. Ich glaube, die brechen es vielleicht ab. Ja, die brechen es 100% ab. Aber egal, wir machen so, als hätten wir die zweite Runde. Du bist ein Monster. Chris, du, ich bin stolz auf dich, Bro. Genauso. Du machst es. Und wenn du jetzt reingehst, du fängst ganz schnell an, sofort. Kein Wenn und Aber. 1, 2, die Hände, lass die Beine unten. Knock ihn aus. Die brechen das ab. Die Nase ist komplett. Komm raus, raus, raus. Steh auf. Die Nase ist komplett gebrochen. Guck ihn an. Guck ihn an. Guck ihn an, Chris. Genauso. Guck ihn an. Bro, ganz schnell. Nein, nein, das lass es. Mach das nicht. Linie, Linie, Linie. Ja, ja. Linie halten, Bruder. Bro, raus. Na, okay. 1, 2. Jetzt. Sau. Schön. Ja. Sprawl, sprawl. Zwölfig, ja. Genauso. Halt dich breit, Christian. Halt breit. Breit. Kopf weg. Drück sein. Der darf. Ja. Schön. Und jetzt mach den Sack zu. Finish ihn. Christian. Position. Finish.
Crossface, Schiel, ja! Finish, finish, das war's! Finish, finish ihn! Chris weg! Finish ihn! Finish ihn! Ey, brech das doch mal ab, Mann! Finish ihn, ey! Ja! 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 Da ist Silber! Ja! Ja, Mann! Nicht mit uns, Bro! Verdammtes Monster! Mashallah, schön! Bro! Wunderschön! Komm, komm, let's go! So Freunde, also das war We Love MMA 69 Berlin. Mission was completed. Besser eigentlich als erwartet. Nein, eigentlich war meine Prediction schon vorzeitig, aber ich würde sagen, wir haben das Ding besser über die Bühne gebracht als erwartet. In dem Sinn, wir haben ja wirklich gar nichts abbekommen. Ich habe schön defensiv gegen das Ring gearbeitet. Er konnte keinen Takedown landen, er konnte mich nicht einmal runterholen, er konnte mich nicht dominieren, drücken, sonst was. Die Kicks saßen, mein Anti-Grappling saß, mein Anti-Ringen war top. Meine Hände kamen schnell, locker, so wie wir es geplant hatten. Und ja, das Ergebnis habt ihr gesehen und genauso geht's weiter, straight to the top. Au. Vergisst auf jeden Fall nicht, den Kanal abzuchecken, Kanal abonnieren, Video liken, einen Kommentar dazulassen. Seid Gönner und dann kriegt ihr im Leben alles zurück. Und Glocke, ihr Fischgesichter.